Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Harveys Neue Augen. Diesmal wieder alleine. Und ja, im letzten Part zusammen mit Oregon haben wir die Fähigkeit bzw. das Verbot vom Wütendwerden gebrochen. Und ja, jetzt versuchen wir mal durch die Sticknadel. Geht heute um? Die Tür war fest verschlossen. Ah, verdammt. Aber lieber, du bist. Ja, ist okay. Warum hat die Sticknadel jetzt wieder rausgeholt? Ist die denn dumm? Spitze Gegenstände benutzen. So. Da rein, bitte. Lilly beschloss das Schloss mit Hip. Und wieder es. Lilly. Oh, jetzt hatte Lilly. Ob es. Versuchen wir es nochmal mit Harvey. Vielleicht kommen wir da jetzt irgendwie durch. Wo? Ja, Woogie, Woogie, Woogie. Wo? Die Tür. Moment. Hat der Baumsturm schon. Ah, hier. Ah, Immer noch kein Huhn, Kaffee. Das hatte Lilly wohl. Lilly fand es etwas. Aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Ja, klar. Okay. Das richtige Werkzeug hatte was ihr fehlte. Das richtige Werk, was. Lilly beschloss das Schloss mit. Und wieder hat es war. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Ey, du sollst. Lass das da drin, so. Und wie es, Lilly. Vielleicht können die mir hier Geschicklichkeit noch geben, die Leute vom Rollenspielraum. Rollenspielrunde. Sind die überhaupt noch da? Ja, sie sind noch da. Juhu! Hey, du Hilfe! Du bist wahrhaftig ein ganz Hut. Motigor steht in. Alles klar. Du? Es ist so, ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal. Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Aha! Hier. Hallo. Patsch. Au. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Geil, Charakterbogen. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Ja, vielleicht klappt das jetzt sogar. Das wäre echt nice. Wäre ich voll für. Erstmal wieder spitze Gegenstände. Hui! Und nochmal. Lilly beschloss. Und wie es. Lilly. Ich glaube, das jetzt mit Harvey. Grübel, grübel, grübel. Woogie, 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 woogie. Die Tür. Hä, ich kapier's nicht. Hä, ich bin verwirrt.
Den Charakterbogen ist damit auch noch. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. In Hoth Motigor wäre so ein Schloss jetzt kein Problem mehr für sie. Süß. Gittertür. Die Tür. Lilly wünscht ihn. Lilly wünscht ihn. Die Tür war. Lilly wünscht. Und wieder es. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie. Vielleicht war das noch nicht alles. Vielleicht muss ich doch nochmal mit den anderen reden. Rollenspielrunde. Petra. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Okay, Drogelbecher. Drogelbecher? Drogelbecher. Drogelbecher. Drogelbecher? Drogelbecher? Drogelbecher. Drogelbecher. Kannst du mir erzählen, wie das funktioniert? Nein, danke. Wenn es nicht meine Würde ist, die du mir genommen hast, passe ich. Oh, wie nett. Oh, das kann ich nun wirklich nicht annehmen. Drogelbecher? Drogelbecher? Probiere sie nur, wonach ihr der Sinn steht. Mehr Erfahrungspunkte gibt es nicht. Frag doch Peter, der hat noch welche übrig. Du bist wahrhaftig ein ganz Hoth. Aha. Nein, wenn es. Nein, wenn es. Lilly wünschte. Grübel, grübel. Vielleicht. Lilly wünscht in Ho. Harvey? Die hat doch jetzt diesen Bogen. Wieso klappt das nicht? Okay, ich bin doof. Sorry. Ich bin doof. Komm, jetzt klappt das doch. Schloss mit Pfeil. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Geil. Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Ha! Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Alter, ohne groß cool. darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst. Oh, well. Harvey, juhu! Porträt etwas Zelle? Die Tür war fest verschlossen. Hallo, Porträt. Oh, verdammt. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Mir irgendwie auch, weil... Büro? Do not disturb shit. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Oh, Manu. Das musste Dr. Marcells Büro sein. Lilly glaubte, ein leises, rasselndes Atmen hinter der Tür zu hören.
Okay, Mondschein. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren. Aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Oh nein. Zum Abstellraum. Ah! Hallo, Phantom. Alf-Puppe, ey. Von der Alf. Termitenfarm, Spiegel. Bowlingkugel? Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck. Aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie das Gesicht von Mickey Mouse, nur ohne die Ohren. Oder wie ein Deku mit dem Loch hier vorne so. Mal mitnehmen. Aha, Termitenfarm. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Oh nein. Ist das noch was Haken? Kleiner Ständer. Das Phantom sah bedrückt aus. Aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Lass mal quatschen. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alter. Alfred hingegen präsentierte er als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen. Könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Alfreds Porträt. Also, soweit ich mich noch erinnern kann, bei Edna bricht aus. Ich glaube, Edna war mit Alfred sehr gut befreundet, beziehungsweise wollte es irgendwie, aber Alfred war noch voll blöd zu der und so. Nimm mal den Spiegel mit. Ich glaube, ich habe einen Plan. An den das Haken. Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde das Laken... Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Ja, keine Sorge, lass mich mal machen. Hier, ich hab einen Plan. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... Oh nein! Er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Der weint ja! Och nö! Okay, draußen ist Mondlicht. Ich muss irgendwie den Alfred hier drauf projizieren. Ich habe hier das Porträt und einen Spiegel. Ich probiere mal was rum. Ja, hier brauche ich das. Do not disturb. Haha! Gut, ich glaube, das wird funktionieren. Haken an der Tür, genau. Das Porträt aber.
wirken. Mondschein, Mondschein, Mondschein. Lilly konnte, aber es passt. Bürotür. Die Tür war. Ja. Ist hier noch so irgendwas? Ist hier hinten noch was, was ich vielleicht gebrauchen kann? Boah, fällt euch übrigens diese Shit-Got-Serious-Musik auf. Ich versuch mal hier mit Edna zu reden. Vielleicht hilft die Tür war. Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Ich habe mir mal gerade einen Schluck genehmigt. So projiziert. Eine Lunchbox? Okay. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Oh. Was ist das? Honigpfannkuchen. Der Geruch des Honigpfannkuchens erinnerte Lilly an die lustige Geschichte mit den Termiten. Freeman. Well, okay, ich habe eine Idee. Hier sind Termiten, das ist eine Holztür. Wenn ich das Honiggedöns denen jetzt gebe, dann fressen sie sich ja durch. Dann kann ich das Ding hier hinhängen und das projiziert dann hier so durch. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. An den Haken hängen. Termiten? Vielleicht muss ich erstmal rausgehen. Nack, 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 nack. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Aha. Alles klar. Plan geht auf. So, jetzt aber. Was ist das denn? Guck mal! Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann... Warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred. Ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Alter. Well, ja, du hier, ne? Ich nehm das mal. Ja, viel Erfolg, ne? Ist das überhaupt noch hier drin? Ja, ja. Alles klar. Gut, vielen Dank, ne? Mehr als den Schlüssel wollte ich nicht. Huch, Lilly, please. So. Edna! Edna! Lilly, oh. So ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Hallo, Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Mhm. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben.
Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Okay, Havelpuppen, Abfalleimer, Naht. Also, ich weiß nicht, also das trifft irgendwie alles auf das Intro, was Poki so schön gesungen hat, wirklich ein. Dein Geschick ist zu klein, tapferes Schneiderlein und so. Ich finde das Spiel echt mega tiefgründig, obwohl es halt in Anführungszeichen nur ein Point-and-Click-Adventure ist. Ich find's richtig geil. Also es wirklich selbst mal zu spielen ist viel besser, als sich ein Let's Play anzugucken. Besonders da ich einige der Dialoge echt vergessen hatte. Wie dem auch sei, ich durchstöber mal. Abfalleimer. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Oh, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Harveys alte Augen. Geil. Harvey Puppen. Lilly mochte Nabel. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den... Ach, das hatten wir ja schon mal. Bitte Gegenstände benutzen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Ah, vielleicht... Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Garrett, Edna, von einer? Jetzt waren da nur noch... Harvey Puppen? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Aha. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Alles klar, Hammelpuppen. So, Oberin. Ich hab da einen Komm, Plan. Lilly. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Ja, irgendwie ist die schon ein bisschen strange. Hier, guck mal. Oh. Wogi. Wogi. Da ist ein Stück Lilly.